Eine weitere Frage habe ich schon gelesen, ist deine Lieblingsmassagetechnik? Ja, tatsächlich, wenn man ja die Fortbildung macht, bekommt man eben die Basisgriffe quasi gezeigt. Natürlich, da wird dann nur mit den Händen gearbeitet. Mittlerweile arbeite ich tatsächlich sehr viel mit dem Unterarm. Der Unterarm ist eine Massagetechnik aus der Lumi-Lumi-Massage. Hat also eigentlich in dem Sinne nichts bei den klassischen Massagen zu suchen, weil es einfach für den Therapeuten selbst eine aufwendigere Arbeit ist. Ich persönlich liebe diesen Griff, weil ich einfach mehr Fläche bearbeite. Und je mehr Fläche ich bearbeite, umso mehr fühlt der Gast. Und aus eigener Erfahrung kann ich sagen, sie finden das einfach super. Ja, natürlich, wenn man sich die Arbeit machen möchte, aber ich denke wirklich, wenn man aus Leidenschaft dabei ist und dem Gast wirklich oder dem Patienten, dem Kunden das Beste vom Besten geben möchte, was ja eigentlich auch unsere Aufgabe ist, weil egal wie man sieht, ne, wir sind Dienstleister, also zumindest in der Hotelbranche, ich bin Dienstleister, der Gast bezahlt für meine Dienste und natürlich möchte ich da ein Top-Ergebnis liefern. Ne. Kommt natürlich auch viel auf den Gast an, wie sehr er mich ranlässt, wie sehr ich zu ihm durchkommen kann. Ist leider nicht immer sehr einfach, weil die wenigsten können wirklich so entspannt runterfahren. Aber nein, die Technik her, wirklich der Unterarmgriff. Also auch viel natürlich mit Händen immer noch, aber wenn es mir möglich ist, baue ich eben sehr gerne den Untergriff an. Gerade wenn ich Rücken, Nacken, Schulter massiere, da kann ich eben diese komplette Fläche auf einmal machen. Und das merkt man schon, also wenn ich nur Nacken-Schulterbereich mache oder wenn ich wirklich einmal komplett den ganzen Rücken wegziehe.